Tätigkeit auch in der Verarbeitung von Lebensmitteln tätig, im Detailhandel. Ich habe also die ganze Kette kennengelernt. Heute bin ich Konsument. Und was Sie jetzt als Branche fertiggebracht haben, ein Commitment, ein gemeinsames Commitment von Produktion, Verarbeitung und Konsumenten, da muss ich schon sagen, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, da gratuliere ich Ihnen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, den Sie damit erreichen. Weil dieses Commitment, sich so aufzustellen, ist wichtig. Wenn ich das aus Sicht des Bundes betrachte, dann erfüllen Sie eigentlich damit auch die Zielsetzungen des Bundes. Der Hauptauftrag der Landwirtschaft ist und bleibt die Produktion von Lebensmitteln. Milch ist ein wichtiges, ein Hauptlebensmittel. Das müssen wir uns immer wieder bewusst sein in einer Zeit des Überflusses. Lebensmittel, das sind Mittel zum Leben oder Mittel zum Überleben. Sie haben also einen durchaus strategischen Stellenwert für die Sicherheit des Landes, für die Sicherheit der Bevölkerung. Und das geht leider immer wieder in Vergessenheit, dass die Produktion von Lebensmitteln der Hauptauftrag der Landwirtschaft ist und wohl auch bleiben muss. Wir wollen gesunde Nahrungsmittel in der Schweiz, wir wollen sie möglichst selbst herstellen, damit wir autonom sind. Wir streben diese Autonomie überall an. Bei den Lebensmitteln ist etwas in Vergessenheit geraten. Der zweite Punkt ist die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Auch das finden wir in der Verfassung. Dieses Label, dieses Commitment beinhaltet beides. Wir wollen gesunde Lebensmittel produzieren und wir wollen die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten. Ich glaube, das ist die Voraussetzung für die nächste und für die übernächste Generation, um zu produzieren und die Natur zu erhalten. Dieses Commitment ist wichtig.